Wir schreiben etwa 600 vor Christus. Gott trägt den Propheten Lehi auf, eine andere Familie dafür zu gewinnen, mit ihnen in die Wildnis außerhalb von Jerusalem zu ziehen. Zwischen den Söhnen Lehis kommt es auf der beschwerlichen Reise zum Streit. Basierend auf tatsächlichen Begebenheiten aus dem Buch Mormon, einem weiteren Zeugen für Jesus Christus. Saria, der Herr hat zu mir gesprochen. Es ist nicht gut, wenn ich allein mit meiner Familie in die Wildnis ziehe. Meine Söhne sollen Töchter zur Frau nehmen, damit sie im Land der Verheißung dem Herrn Nachkommen erwecken können. Ich hole unsere Söhne. Und als Familie danken wir dem Herrn, dass er auch meine Gebete erhört hat. Wir nehmen Töchter zur Frau, damit wir Nachkommen erwecken. Dem Herrn im Land der Verheißung. Ja, eine Frau und Kinder. Lahman, wir dachten, wir sehen euch nie wieder. Wo sind Lehi und Saria? Ishmael, unser Vater schickt uns zu dir. Wir müssen sprechen. In Ordnung. Kommt rein. Wir glaubten unserem Vater eine Zeit lang nicht. Aber als wir die Platten holten, sahen wir einen Engel. So hell wie die Mittagssonne in der Höhle, in der wir standen. Unser Vater hat gesehen, dass Jerusalem zerstört werden wird. Dass viele durch das Schwert umkommen und viele in die Gefangenschaft nach Babylon verschleppt werden. Der Herr wünscht, dass das Haus Ishmael mit dem Haus Lehi in die Wildnis zieht. In ein Land der Verheißung, das er für uns bereitet hat. Der Herr wünscht, dass ich und meine Familie mit Lehi und seiner Familie in die Wildnis ziehen? Ja. Wir wissen, dass Lehi ein gläubiger Mann ist. Glauben nicht auch wir, was er verkündet hat? Und die Worte aller Propheten? Vater Ishmael, unsere beiden Familien sind ein Zweig des Hauses Israel. Der Herr möchte, dass sich unsere Familien vereinen, damit wir das Land der Verheißung ererben. Kommt mit uns. Befragen wir den Herrn.
ist doch sinnlos. Wir sollten zurückgehen. Sonne und Sand, noch mehr. Sonne? Zu Hause könnte ich mich wenigstens im Schatten ausruhen. Du? Du sagst, dass der Herr unsere Familien zu vereinen wünscht. Ja, so ist es. Zu welchem Zweck? Warum haben wir so viel aufgegeben? Und wofür? Ganz einfach. Unsere Eltern sind Narren. Warum sollten wir nicht zurückgehen? Sollen Nefi und Sam doch mit Mutter und Vater in die Wildnis ziehen? Lemuel, wenn du nach Jerusalem zurückkehrst, wirst du mit allen anderen umkommen. Besser, ich komme in Jerusalem um, als hier. Laman, Lemuel. Nicht nur Vater ist ein Narr. Auch wir sind Narren, dass wir ihm folgen. Hört doch! Ihr seid meine älteren Brüder. Wie kommt es, dass ihr im Herzen so verhärtet seid und im Sinn so verblendet, dass ich, euer jüngerer Bruder, zu euch sprechen muss? Ja, und euch ein Beispiel geben muss. Es wäre klüger, nicht so zu reden, kleiner Bruder. Wie kommt es, dass ihr nicht auf die Worte des Herrn gehört habt? Wie kommt es, dass ihr vergessen habt, dass ihr einen Engel des Herrn gesehen habt? Wie kommt es, dass ihr vergessen habt, dass der Herr nach seinem Willen für die Menschenkinder alles tun kann, wenn es so ist, dass sie Glauben an ihn ausüben? Wenn wir ihm treu sind, werden wir das Land der Verheißung erlangen. Und ihr werdet erkennen, dass sich das Wort des Herrn über die Zerstörung Jerusalems erfüllen wird. Der Geist des Herrn hört bald auf, sich mit ihnen abzumühen. Sie haben die Propheten verworfen und Jeremia ins Gefängnis geworfen. Und sie haben meinem Vater nach dem Leben getrachtet. Dein Vater? Ich lasse mir nichts sagen von einem Kind! Wenn ihr zurückkehrt nach Jerusalem, werdet auch ihr mit ihnen zugrunde gehen. Und da ihr die Wahl habt, so geht hinauf in das Land. Aber denkt an die Worte, die ich euch sage. Wenn ihr geht, geht auch ihr zugrunde. Denn der Geist des Herrn drängt mich, so zu euch zu sprechen. Halt ihn! Halt ihn fest! Laman! Halt ihn! Lasst ihn los! Wir lassen ihn in der Wildnis zurück. Sollen ihn die wilden Tiere fressen? Mich aus den Händen meiner Brüder. Ja, gib mir die Kraft, diese Bande zu zerreißen, mit denen ich gebunden bin. Hört auf mich! Fesselt ihn wieder! Tut das nicht! Laman, hör auf! Ich flehe euch an! Hör auf! Hört auf! Er ist euer Bruder! Bitte!
Efi. Es tut mir leid. Wir haben dir großes Unrecht angetan. Auch mir tut es leid. Bitte, vergib mir. Ich vergebe euch. Aber ich ermahne euch, zum Herrn, eurem Gott, um Vergebung zu beten. Das werden wir. Das werden wir. Saria, Sie sind da.